Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Heute geht es mal nicht um das Thema Elektromobilität oder Mobilität im Allgemeinen. Wie ihr sicherlich gesehen habt im Titel, ist das also jetzt eine neue Serie, sage ich jetzt mal, die nicht meine Zoe heißt, denn ich werde das mal ein bisschen aufsplitten. Ich habe mir nämlich überlegt, das Problem ist, ich möchte ja, wenn es geht, jeden Tag irgendwas berichten, irgendeine neue Folge machen, aber irgendwann gehen einem dann schon die Themen aus. Ich habe zwar jetzt noch etliche Themenspeicher drin, aber ja, will mir die Option auf alle Fälle offen halten, auch mal über andere Dinge zu reden. Und da rede ich jetzt heute mal über ein Thema, was, am Rande, sage ich jetzt mal, meine Videos betrifft, denn, ihr werdet es gesehen haben, dass ich für meine Roadtrip-Videos da, Musikstücke habe, die quasi frei verfügbar sind, die also GEMA-frei sind. Und das Thema ist also heute GEMA, GEZ und andere Geldabzocker, die es da so gibt. Wobei man GEZ ja eigentlich gar nicht mehr sagen darf, es ist ja jetzt, naja doch, heißt ja GEZ, Gebührenanzugszentrale. Jo. Ich glaube, sind zwei Punkte, die sehr viele Leute berühren und sehr viele Leute sie am liebsten abschaffen wollen würden. Darum will ich da mal ganz kurz drüber sprechen, und zwar zum einen erstmal die GEMA. Was ist die GEMA? Für die Leute, die es nicht wissen, GEMA ist eine Gesellschaft, die quasi die Urheberrechte von, ich glaube, Musik und Video, nur Musik, also von Musikproduzenten eintreibt, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich jetzt in einer öffentlichen Veranstaltung Musikstücke spiele, die unter die GEMA fallen, und da kann man zu 95% der Musik, die jetzt heutzutage im Radio gespielt wird, kann man davon ausgehen, dann habe ich da schon mal ein Problem. Ne? Da muss ich an die GEMA was abdrücken. Ist jetzt vielleicht nicht viel, sind ein paar Euro, aber immerhin. Warum? Was für eine gesetzliche Grundlage gibt es? Nun, es wird davon ausgegangen, dass die GEMA quasi ein Interessensverband ist, und da gibt es eine Gesetzregelung, dass Interessensverbände ihre Interessen auch ohne gesetzliche Handhabe durchsetzen dürfen. In der GEMA sind, keine Ahnung, ziemlich viele Künstler halt eben mit angeschlossen, ziemlich viele Künstler aber auch nicht, muss man klipp und klar dazu sagen. Denn die GEMA ist eigentlich, also sollte eigentlich so sein, dass also die Beiträge, sage ich jetzt mal, gleichmäßig verteilt werden auf alle Künstler. Nun, im Endeffekt profitiert allerdings nur die Künstler, die wirklich hoch in den Charts angesiedelt sind. Der kleine Künstler, der, sage ich jetzt mal, um die Ecke halt ein paar Konzerte und lokal nur bekannt ist, der geht mehr oder weniger leer aus. Und das ist auch der Grund, warum jetzt viele Künstler eigentlich da gar keine Lust mehr haben, da mit reinzugehen. Sie müssen aber, wenn sie, und das ist eben die Krux, wenn sie einen Plattenvertrag mit irgendwelchen Plattenfirmen eingehen wollen und ein bisschen mehr vermarkten wollen, müssen sie zwangsläufig in die GEMA rein, weil die ganzen Plattenfirmen, die ganzen Plattenlabels, die verlangen eben, dass man eben sich der GEMA anschließt. Ja, also das ist wieder so eine typische Lobbyveranstaltung, die wir hier haben, und wenn ihr meine
meine Zoe-Videos angeguckt habt, dann werdet ihr wissen, dass ich was gegen Lobby habe. Ja, also das ist auch sowas, wo ich sage, das geht gar nicht. Und ich glaube, dieses Konstrukt, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch gibt, aber das ist wieder sowas typisches Deutsches, ne? So ein typischer deutscher Konstrukt, was wir hier haben. Ja. Was passiert jetzt, wenn jetzt da ziemlich viele sich da abwenden und vielleicht eine andere Interessensgemeinschaft gründen? Es gibt andere, glaube ich, Interessensgemeinschaften. Weiß ich nicht. Also im Moment ist die Gesetzeslage wohl so, dass also davon ausgegangen werden kann, dass wegen der Größe der GEMA halt jeder da drin, dass die halt berechtigt sind, halt das Geld abzugreifen. Ja. Meiner Meinung nach ist das Wegelagerei, was die da treiben. Also das entbehrt jeder Logik. Vor allem, was mich stört an dem Ganzen, ist, dass es eine private Gesellschaft ist. Das ist nicht quasi eine gesetzliche Grundlage hat. Also halt, außer dass halt dadurch, dass es ein Interessenverband ist halt. Ne? Also das ist die einzige Grundlage, die sie haben. Und die können tun und lassen und Gebühren erheben und Gebühren verlangen, wie sie wollen. Ne? Die haben das jetzt auch probiert mit irgendwelchen Diskotheken. Ich weiß nicht, wie es da weitergegangen ist. Ich habe das bloß am Rande so mitverfolgt. Da haben wohl sämtliche Diskotheken laut aufgeschrieben, weil dann eben Gebühren abgedrückt werden müssten, die sich dann nicht mehr rechnen für den Diskothekenbetreiber. Ne? Und da geht es dann schon in eine Richtung, wo ich sage, ja, man lässt eine Interessensgemeinschaft selber die Gebührenhöhen festlegen und dann kommt dabei sowas raus. Ne? Also das sind so Sachen, ja, weiß ich nicht. Ja. Der nächste Abzockerverein, den wir in Deutschland haben, ist die Gebühreneinzugszentrale. Und da kann sagen, wer will, das ist eine Steuer, die erhoben wird. Man kommt nicht drum rum, jeder muss es zahlen, also ist es eine Steuer. Das ist keine Gebühr, nein, das ist eine versteckte Steuer, meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, ob da momentan auch wieder Gerichtsverfahren laufen. Also es ist immer laufend in der rechtlichen Prüfung, ob das überhaupt zulässig ist, was da läuft. Und die andere Frage ist, ob dieser Rundfunkstaatsvertrag, den wir haben, der also das begründet, dass die Gebühreneinzugszentrale da diese Gebühren erhebt, ob der überhaupt noch eingehalten wird. Ne? Weil wenn man anschaut, was da der Inhalt ist, dann ist es eigentlich fraglich, ob unsere öffentlich-rechtlichen Sender noch eine Existenzberechtigung haben. Aber anscheinend kümmert sich da auch wieder keiner drum, beziehungsweise gibt es da natürlich auch wieder eine Lobby, die versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und ja, was soll man da sagen? Ne? Also, das wird auch in naher Zukunft sich nicht ändern, vermutlich. Ja, also ich bin auf alle Fälle gegen beide Modelle. Ich wäre dafür, wenn es da eine gesetzliche, wirklich gesetzliche Regelung gäbe, auf einer richtigen gesetzlichen Grundlage und nicht diese Interessensvertretung. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel anschaut, geht man in YouTube rein und hat man irgendwo ein Musikvideo, wo die Rechte nicht ganz klar sind, oder nimmt jemand ein Roadtrip-Video auf, also wäre mir jetzt auch passiert, zum Beispiel in dem einen Roadtrip-Video, das ich in 4K gedreht habe. Da habe ich erstmal ein bisschen rumexperimentiert, wie man das macht, und da habe ich halt nebenbei das Radio gelaufen, und ich dachte mir, ja gut, durchs Nachvertonen, ging aber nicht über YouTube, also das musste ich dann mit einer externen Software machen. Und ja, was soll ich sagen, ne?
YouTube hat da erkannt, dass da Musikstücke drin sind und gleich einen Disclaimer unten hin. Der Inhalt dieses Videos ist in einigen Ländern wohl nicht verfügbar wegen des Urheberrechts. Da habe ich mir gedacht, na, holla die Waldfee, so weit sind wir schon. Ne? Also so viel Einfluss hat da schon die GEMA auf YouTube, dass die sogar schon eine Erkennung von Musikstücken in den Videos reinbauen, um dann automatisch das Video zu blocken. Das ist Zensur. Das ist schlicht und ergreifend Zensur. Also, unglaublich, ne? Naja. Auf jeden Fall ist es so, dass wohl sehr viele Videos geblockt sind in YouTube wegen der GEMA, weil die GEMA sich nicht mit YouTube einigen will und YouTube sagt, ihr könnt mich mal, ich zahle doch da nichts. Ich bin ja nicht der Verursacher des Ganzen. Wenn, dann müsste derjenige, der das Video hochlädt, dann eben GEMA-Gebühren zahlen. Na, aber ich mache das nicht. Und seitdem kommt also immer dieser tolle Pop-up. Wir konnten uns mit der GEMA nicht über die Rechte einigen. Und das tut uns leid, wenden Sie sich an die GEMA. Ne? Ich hoffe, das machen auch viele Leute. Aber ich vermute mal, da werden sie schon einen entsprechenden Filter drin haben, dass die E-Mails dann ignoriert werden. Ja, ich habe das auch schon gemacht, den E-Mail geschickt und quasi den Link vom YouTube-Video mit der Bitte, das Video doch freizuschalten, was das soll. Na, wir sind im 21. Jahrhundert und nicht mehr in einer Diktatur. Ne? Also, ja. Naja, kam natürlich keine Antwort. Was soll man sagen? Korrupte Lobbyismus, der da läuft, der ist jetzt einfach am Laufen und den kriegt man nicht los. Ne? Und das, der Sinn, was das Ganze eben hat, dass also die kleinen Musikproduzenten mit der GEMA da zum Beispiel gefördert werden sollen, der ist komplett weg. Also die GEMA verteilt das Geld unter sich und was weiß ich. Aber da wird nichts unternommen, dass das eine Gleichberechtigung hat. Ne? Also der kleine Musiker, der sieht dann kein Geld von der GEMA oder weiß ich nicht, Centbeträge. Ja, wie gesagt, zwei Systeme, wo ich meiner Meinung nach dafür bin, dass sie abgeschafft oder anders geregelt werden müssten. Ob sich da was ändert, glaube ich jetzt nicht. Die korrumpieren und lobbyieren da zu viel in der Politik, als dass da irgendwas sich in die Richtung tun würde. Müsste wahrscheinlich irgendwo von europäischer Ebene da eine Regulierung her, aber naja, gut, das Thema haben wir ja jetzt auch schon. Ne? Jo. So viel dazu, ein bisschen ausgekotzt über GEZ und GEMA. Und ja, wenn euch diese Art der Videos gefällt, dann schreibt mir den Kommentar dazu. Wenn ihr Themen habt, die ihr vielleicht gerne haben wollt, die jetzt nicht mit der Elektromobilität zusammenhängen, dann schreibt sie mir auch unten hin. Wenn ich da drüber ein bisschen was weiß, dann kann ich dazu was schreiben. Das war jetzt einmal so ein Thema, wo ich mir ad hoc mal eingefallen ist, weil es halt doch ziemlich viele Leute betrifft. Ich könnte mir auch technische Themen durchaus vorstellen. Also bin da offen. Was ihr hören wollt, ja, kann ich gerne mal meinen Senf dazu abgeben, was man alles erzählen kann. Gibt viele Gebiete. Und bin mal gespannt, ob ihr da mal interessante Vorschläge bringt. Ja, das war's zu diesem Video. Ich muss jetzt einmal bloß auf die Ampel schauen. Genau. Das war's zu diesem Video und ja, wenn es euch gefallen hat, kommentiert's. Wenn nicht, dann bitte auch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.